der erste Edeka-Talk dieser grünen Woche hier in dieser Halle 3.2. Und wir haben drei Gäste zu uns eingeladen. Die Dame zuerst, Dr. Ursula Banasiak. Sie kommt vom Bundesinstitut für Risikobewertung aus Berlin. Gerhard Schulz ist Vorsitzender des Bundesausschusses Obst und Gemüse des Deutschen Bauernverbandes. Er kennt sich bestens aus mit Obst und Gemüse. Und Gerd Schambach, der Gastgeber zum Schluss, Vorstand der Edeka AG aus Hamburg. Herzlich willkommen, Herr Schambach. Frau Banasiak, Sie kommen ja vom Bundesinstitut für Risikobewertung. Wie gesund ist Obst und Gemüse hier bei uns in Deutschland? Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Guten Tag, liebe Kollegen hier auf der Bühne. Ich freue mich, dass ich heute hier sein kann und ich möchte Ihnen sagen, unser Obst und Gemüse hier in Deutschland, was Sie hier kaufen können in den Läden, ist gesund, wenn unsere Bauern sachgerecht und zulassungsgemäß ihre Mittel angewendet haben. Vielen Dank. Sie sind ja dafür zuständig, dass Obst und Gemüse, Herr Schulz, wenn es in den Handel kommt, möglichst wenig Belastungen hat. Was tun die Obstbauern denn drauf? Was gehört drauf und was lassen sie weg? So wenig wie möglich Pflanzenschutzmittel einsetzen. Wir haben den integrierten Pflanzenschutzeinsatz. Im Unterglasanbau werden Nützlinge eingesetzt. Das reduziert natürlich den chemischen Pflanzenschutzeinsatz. Also der Berufsstand hat das gemacht, was aktuell in den möglich war, aber wir haben auf der anderen Seite auch ein Tanzlassengesetz und das Tanzlassengesetz schreibt gewisse Kriterien vor. Also ich kann keinen Salat abliefern mit Läuse oder mit Mehltau behaftet. Gut, danke schön, Herr Schulz. Herr Schambach, Sie sind, oder Edeka ist der größte deutsche Lebensmittelhändler. Vielleicht ein paar Kennzahlen, damit man weiß, wer es versteht hinter dem Unternehmen. 43 Milliarden Umsatz in diesem Jahr, 280.000 Mitarbeiter, 12.000 Geschäfte und das Unternehmen wird getragen von den selbstständigen Kaufleuten weitgehend. Also Sie bestimmen ja mit, was er rauf tun darf. Wie sieht die Qualitätssicherung bei Obst und Gemüse aus der Perspektive von Edeka aus? Ja, in der Tat sind wir in Deutschland der größte Obst- und Gemüsevermarkter, den es gibt. Und daher fühlen wir uns auch sehr stark verantwortlich dafür, dass unsere Endverbraucher auch tatsächlich gute Ware bekommen. Und gute Ware hat ja mehrere Dimensionen. Das fängt zunächst mal an, ganz intensiv, dass wir natürlich sehen wollen, dass wir besondere Frische anbieten. Tatsächlich frisches Obst und Gemüse, was durch ganz ausgefeilte Logistiksysteme bei uns in die Märkte kommen. Immer frisch, das ist zunächst mal die Grundlage. Obst und Gemüse kommt ja nicht nur aus Deutschland, sondern wir haben eine Importquote außerhalb der EU von über 30% von dem Obstgemüse, was wir in der Edeka handeln. Und daher ist es natürlich auch ganz wichtig, dass wir da uns auch international aufstellen und das tun wir auch. Nur mal so eine Kennziffer, damit man ein Gefühl dafür hat. Wir untersuchen 20.000 Proben machen wir, was also ein enormer Kostenaufwand ist, nur mal ein Gefühl dafür zu haben. Wir reden da also über einen beachtlichen Millionenbetrag, den wir jedes Jahr nur in die Überprüfung der Ware stecken. Frau Banasiak, Sie haben diesen Dialog jetzt gehört. Wie beurteilen Sie das? Unsere Bauern müssen in der Lage sein zu produzieren, aber die Verantwortung für die gesunden Lebensmittel, die liegt natürlich beim Handel. Und deswegen ist es ganz klar, dass der Handel Eigenkontrollen macht. Wir haben ständig damit zu kämpfen gehabt, alte Stoffe auszumerzen, die für die Verbraucher gefährlich waren. Das haben wir geschafft. Die Pflanzenschutzmittel durchlaufen ein ganz strenges Zulassungsverfahren wie Arzneimittel. Das darf man nicht vergessen. Und damit, wir sind ja auch so weit, dass wir in Hygiene oder irgendwie in der Medizin diese Stoffe dulden. Ja? Und hier haben wir die in viel, viel, viel geringeren Mengen in der Nahrung. Und das darf man nicht vergessen. Natürliche Gifte, Aflatoxine oder eben auch bakterielle Sachen, Salmonellen oder so, sind ja viel, viel gefährlicher für die Verbraucher als die Rückstände von den Pflanzenschutzmitteln. Also gesund muss es sein, Obst und Gemüse, das wir zu uns nehmen. Ohne Pflanzenschutzmittel geht es nicht, aber so wenig wie möglich und das möglichst auch über den Handel, der sich in der Kombination mit den Herstellern darauf verständigt. Dankeschön für die Gesprächsrunde, Dr. Ursula Banasiak vom Bundesinstitut für Risikobewertung, von Gerhard Schulz, er ist Vorsitzender Obst und Gemüse beim Deutschen Bauernverband und bei Gerd Schambach. Er ist Vorstand der Edeka. Herzlichen Dank dieser Runde. Hey.